herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video und diesmal wieder von uns. Yay! Und diesmal gibt es wieder von uns die 120 Sekunden Rebels. Ich werde zuerst 50 Shades of Grey vorstellen. Ja. 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 Max wird danach. Achso, ich werde danach Blind von Joe Hill vorstellen. Und als letztes auf vielfachen Wunsch Monstersperma von Edward Lee. Yay! Wie Yay. Immer so, versuchen wir euch das hier einzublenden, damit ihr schon mal bei Interesse dahin skippen könnt. Ja, dann geht's jetzt los. Das erste Buch, was ich diesen Monat vorstellen möchte, ist 50 Shades of Grey von E.L. James. In 50 Shades of Grey geht es um die Studentin Anastasia Steele, die aufgrund eines Interviews den neureichen Unternehmer Christian Grey kennenlernt. Sie fühlt sich auch sofort sehr angezogen von ihm, denn er ist wirklich sehr, 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 sehr sexy, aber sie gibt die Hoffnung eigentlich ziemlich schnell auf, weil sie sich selbst sehr, sehr unattraktiv findet und eh nicht denkt, dass er überhaupt irgendwas von ihr wollen würde. Aber Christian Grey gibt irgendwie nicht auf und stellt ihr ein bisschen nach, auch wenn er mit sich selbst darüber im Zwiespalt ist, und irgendwie finden die beiden dann doch zueinander, auch wenn er ihr sofort offenbart, dass er keine Beziehung mit ihr möchte, sondern sie eigentlich als seine Sub anstellen möchte, denn er ist SM-Fanatiker, wenn man das so sagen kann, in dem es eben darum geht, Dominanz zu zeigen, beziehungsweise der gegenteilige Part, Unterwerfung. Anastasia ist sich allerdings nicht sicher, weil sie tatsächlich Gefühle für Christian entwickelt, und so plätschert die Geschichte eben vor sich hin. Wie es halt so mit Büchern ist, die ziemlich schnell, ziemlich groß werden und gehypt werden, rufen natürlich auch Kritiker auf den Plan. Natürlich ist dieses Buch seicht geschrieben, die 600 Seiten lesen sich wirklich super schnell weg, wer sich da eben darauf einlässt. Die Charaktere sind sehr, sehr oberflächlich, sie ist, mitleidet sich quasi selbst, er ist ständig im Zwiespalt in sich selbst, alle sind natürlich super gut aussehend, auch die Charaktere darum. Es wird nicht viel Hintergrundpreis gegeben, es geht eher eben um diese Beziehung zwischen Anastasia und Christian. Allerdings ist dieses Buch Unterhaltungsliteratur, und man sollte sich eben darauf einlassen, und wer das eben nicht kann, der sollte die Finger davon lassen. Allerdings ist dieses Buch weder super gut noch super schlecht, und deswegen gab es von mir 3,5 von 5 Sternen, genau. Das Buch, das ich diesen Monat vorstellen werde, ist Blind von Joe Hill. In dem Werk geht es um den Orkstar Judas Coin, der so in seinen 50ern ist und sich darauf spezialisiert hat, okkulte Gegenstände und mystische Gegenstände bei sich zu sammeln. Als dann ein Geist in einem Internet-Auktionshaus angeboten wird, zögert er natürlich lange und kauft diesen. Doch es stellt sich bald heraus, dass dieser Geist böse Absichten hat, und im Verlauf des Buches geht es nun darum, dass Judas diesen Geist wieder los wird. Weiterhin ist nicht nur er involviert, sondern er hat auch eine Liebschaft bei sich, die auch von diesem Geist verfolgt wird, die aber nicht von ihm loslassen will und ihn ständig sozusagen überall hin folgt und ihm hilft, diesen Geist loszuwerden. Joe Hill typisch ist, kann man sich wieder sehr gut vorstellen, was gerade so passiert. Also man hat richtig so einen Film vor Augen, das ist mir schon bei Christmasland aufgefallen und zieht sich hier auch weiter. Auch King-typisch ist man wieder sehr gefesselt, man will immer wissen, wie es weitergeht, man kann das Buch meistens gar nicht weglegen. Nichtsdestotrotz ist es vom Inhalt her trotzdem immer noch Standardkost. Also es ist keine außergewöhnliche Geschichte, vieles erinnert zum Beispiel auch an Thinner bzw. Der Fluch von King, Bachmann, wie auch immer man ihn nennen will. Und es hat halt beides dieselbe Grundintention. Trotzdem fand ich die Beschreibung der Geister auch sehr gruselig, also sie haben so Krise vor den Augen, das finde ich schon sehr, sehr horrormäßig. Ja, und auch ansonsten hat mir das Buch trotzdem gut gefallen, es ist, wie gesagt, von der Handlung solide, es ist gut geschrieben, es ist, ein Page-Turner, und deswegen kriegt dieses Buch von mir 3,5 von 5 Sternen. 3, 2, 1...
Das zweite Buch, was ich vorstellen werde, ist auf vielfachen Wunsch Monster Sperma von Edward Lee, erschienen im Festa Verlag, kostet 13,95 €, also ich bezahle 9,99 € im Abo. Und ja, es geht in dem Buch tatsächlich um das, was der Titel verspricht. Allerdings muss man da erst bis zum Ende des Buches lesen, denn erst da kommt tatsächlich ein Monster vor, das eben sein Sperma verteilt. Im Grunde geht es um die Geschichte dreier Anwärterinnen, die eben in eine Studentenverbindung aufgenommen werden wollen, in so ein Studentenhaus, das eben dafür berüchtigt ist, super gute Kandidaten zu haben, die nachher mit 1 abschließen, aber die Anwärterinnen sind, wie sollte es anders sein, dumm, hässlich und dick. Und jedenfalls 2 davon. Und jedenfalls No-Name-Charaktere, und die müssen eben diese Bewährungswoche überleben, überstehen, wie auch immer. Und in dieser Bewährungswoche geht es nicht um harmlose Scherze, sondern um ganz, ganz viel Sex. Denn diese Mädels müssen sich hingeben, auch, und das ist das Paradoxe daran, dass, obwohl sie bis zum Ende dieses Buches tatsächlich Jungfrauen bleiben müssen, das ist nämlich Bedingung. Aber man kann ja Sex auch in anderer Form ausführen, als nur das Jungfernhäutchen zu zerstören. Und so müssen sie eben sehr, sehr viel Oral- und Analverkehr über sich ergehen lassen, mit allen möglichen erdenklichen Männern oder mannartigen Wesen, männlichen Wesen, was auch immer. Darunter Obdachlose, Junkies und Biker und, ach, wo sie überall waren, Basketballer. Jedenfalls immer eine Horde von Männern auf einmal, die sie eben befriedigen müssen. Also sehr zur Unterhaltung der Chefin eben von dem Ganzen. Ja, und darum geht es in dem Buch. Es ist Edward Lee typisch sehr, sehr sexuell und hat wirklich ein paar Szenen drin, wo es schon ein bisschen eklig ist, wenn man so sich das vorstellt, dass man das selber machen musste. Oh mein Gott, hallo. Deswegen habe ich diesem Buch insgesamt 3 von 5 Sternen gegeben. Yay! Ja, das war schon mit einem Video diesmal von uns wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Habt ihr denn das eine oder andere Buch gelesen oder wollt ihr vielleicht eins dieser Bücher lesen? Wir würden uns sehr über Kommentare von euch freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.